Die Bäume werden jetzt quasi unendlich weit dargestellt und man sieht überhaupt gar keinen Baum mehr aufploppen. Nü, stimmt, ich sehe ganze Landstriche aufploppen bei mir. Aber gut, das mag jetzt aber auch natürlich an meinen älteren Rechner liegen. Ne? Ja, gut, das Problem habe ich aber auch. Also ich habe bei den Patchnotes in den Kommentaren gehabt, dass mit meinen Grafikeinstellungen, die ich wohl habe, mir ein großer Teil der Optik sogar auch noch verloren geht. Das würde wohl noch besser aussehen. Ich bin mal gespannt. XXL Pampers, was? Ach so, ja, richtig. Wasser haben wir in der Toilette, genau. Stimmt. Hätte ich nicht zum See gemusst. Aber was ist euch lieber? Dass ich mal einen Ausflug zum See mache oder dass ich ständig auf der Toilette hocke? So muss man das auch sehen. Ne? Schwierig, ja. Ja. Oh, wie herzlos, der Zombie-Frau voll ins Genick damit. Das möchte ich auch mal was sehen von der Umgebung. Geht wieder an die Tür, ja. Ach, ist schon wieder 16:50 Uhr. Nerd 3.0 kann ich so nicht bestätigen, weil ich habe mir heute auch aus sehr, sehr geringer Höhe die Beine gebrochen. Mädel, wo rennst du denn entlang? Kannst du nicht über den Busch rennen? Musst du dran an vorbei? Mann, oh Mann, oh Mann. Die ist jetzt zickzack gelaufen über die Grasnarbe. Da kannst du nicht mal vernünftig zielen. Aber das mit den Motion Capture ist aber auch noch nicht so wirklich implementiert, wie es geplant war, ne? Nee, bestimmt nicht. Die haben gesagt, was? Moin, moin. Ach, Juan, hi. Wie, warum sage ich nichts? Habe ich mich gemutet? Ich hab nicht Nö. gesehen, hab nicht gemerkt, dass du reingekommen bist. Aber wenn du meinen Namen oder Well erwähnst, das reicht, dann leuchtet die Zeile rot, dann fällt mir es auch auf. Ach so, warum Also ich. sie. Ach du, er sagt, warum ich nicht gestreamt habe. Was habe ich unten rechts im Rucksack? Das ist Munition für diese Waffe. Oh, Hunde, 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 Hunde. Ja, okay, ich bin nicht mehr bei dir, aber ich komme mal zurück. Irgendwann, warum ich nichts gesagt habe. Minias hatte mir vorhin überraschend gesagt, oh, er streamt heute, wenn ich Lust hätte, etc. Und ich habe gesagt, nee, ich mache heute mit meinem Bruder was. Und der ist jetzt zwar mittlerweile im Bett. Und also ich wusste nicht bis wann. Und das hatte Priorität. Und ja, dann habe ich mich hier um 12 Uhr eingeordnet. Deshalb konnte ich auch keine Vorwarnung rausgeben. Wenn du geduckt bist, kannst du das Auge beim Ranzoomen als Fadenkreuz nutzen. Ey, das ist gut. So, da ist er wieder. WB. Kaffee am Start. Irgendwas höre ich hier knurren und ich höre Hunde. Ja, ich bin drauf gegangen. Ja, wo dann knurrt und Hunde sind da oder so. Aber er knurrt zurück, er gibt sich alle Mühe. So, scheiße, erstmal ein Kaffee. Wo sind die Hunde jetzt? Bei uns beim Haus oder? Genau vorm Haus, dass ich ja nicht rauskomme. Okay, dann komme ich mal zu dir. Es sieht nicht so aus, als würde ich lange leben. Wegen überhaupt und Also die so. Spikes. Die Spikes machen das schon, glaube ich. Ja, die Idioten rennen mal in die Spikes rein. Und tot. Tja, wenn es Katzen gewesen wären, ne? Wieder Beschwerdebriefe gehagelt. Ach. Nein, nein, Da läuft jemand vor der Tür. Okay. Katzen würden da nicht einfach blind reinrennen. Weil ich mir Zombie-Katzen auch ganz interessant vorstelle. Wenn du die im Nacken hängen hast, die kriegst du nie wieder weg, du. Ne, wie so ein Pitbull. Oh, ich mach mal hier das Fenster zu, oder? Nein, das müssen ja nicht mal Katzen sein, aber ich denke mal so Leoparden, oder Panther oder whatever. Kann man die Hunde auch auseinandernehmen oder ist nichts drin? Nichts Wertvolles außer Leder, oder? Ich sehe meinen Rucksack nicht, nur auf dem Minimap. Überleg gerade, was hatte ich denn heute in meinem Hund drin?
Das ist auch schwierig. Auch Fleisch, aber ob man das halt irgendwie... Wenn der Hund stirbt, wird er zum Goreblock und sieht aus wie ein Zombie. Naja, das ist gut. Alpha. Minja, siehst du meinen Rucksack hier? Wo bist du denn? Wo bist du denn gestorben? Ja, guck doch einfach, da wo ich stehe. Ich sehe... Ich sehe dich nicht, sonst würde ich ja nicht so blöd fragen. Moment, wo muss ich jetzt? Wo ist unser Haus? Zum Geier. Achso. Dann ist er irgendwo auf dem Dach gespawnt. Na. Schnell in Kugels und Fanbar, schnell ins Haus. Nö, die kommen doch jetzt noch nicht, oder? Wer? Standbild? Tag 6. Jetzt kommt doch noch keine Horde. Von 7 auf 8, oder? Nee, 7 auf 8, ja. Nee. Also, außerdem haben wir es dran geändert. Ich meine, da möchte ich natürlich jetzt nicht ausschließen, ne? Ups. Schwierig, ich würde da ganz gerne rein. Komm nicht rein. Ich werde mal die Spikes gerade mal auf. Irgendwie komme ich nicht mehr ins Haus und ich habe, weiß ich nicht, schwierig bei den Lecks gerade. Kommst du nicht mehr ins Haus? Nö, ich stehe zwischen Block und dieser Holzwand. Irgendwie komme ich nicht mehr rein. Nur ich kann die Holzwand kaputt hauen höchstens, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, ne? Bist du vielleicht aufgestanden? Ja, klar, aber wenn ich in der Hocke komme, ich auch nicht rüber. Du kommst ja nicht rüber. Ah, okay, verstehe. Dann schlag die Holzwand weg. Die ist nicht wichtig. Also die ist nicht Bestandteil des Verteidigungssystems. Hast du eine Axt? Ich schlag sie kaputt. Gar nichts mehr. Ich kann nicht beiseite gehen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich will da vorne noch zurück. So, ich bin okay, bleib gefangen. Mal in der Hocke. Ja. Nee. Jetzt geht's. Ja, schon. Da verblute ich. Keine Angst, ich befreie dich. So. War dann noch einmal? Ja, ich kann den Stream auf YouTube hochladen. Das ist, kann ich machen. Wann kommt die nächste Staffel von Seven Days to Die? Also, wir werden erst Anfang nächsten Woche gerne zum Aufnehmen kommen. Deswegen kann es noch ein bisschen dauern. Elimech, schönen, ja, guten Abend noch. Und frohe Ostern übrigens. Ja, gute Nacht, Elimech. Bis zum nächsten Mal. Wie läuft es mit Shelter 2? Hatten beide geschrieben, wegen der Jungen füttern, ob die sich farblich unterscheiden. Sagt ihr das doch was? Ja, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie sich farblich unterscheiden, wenn ich da diesen Sinn anmache. Aber es könnte sein, dass die vielleicht blasser werden abends für alle, wenn sie Hunger haben. Aber ich glaube, jetzt kommen wir da nochmal vertiefen. Wo dann bist du drin? Im anderen Haus, aber ich suche noch meinen Rucksack, weil der wäre wichtig. Ja, aber wenn du... Okay, dann kann er auf dem Dach landen. Ja, meistens landet er ganz oben dann, ne? Wenn du in einem Gebäude... Da komme ich ja nicht ran. Aber du müsstest langsam mal zurückkommen. Ja, ohne meinen Rucksack bin ich ja quasi schon wieder tot. Das ist ein Teufelskreis. Das ist schwierig. Bist du da? Ja. Ja, okay. So, die packe ich. Nee, die gehören da nicht. Ich habe zugemacht. Ein Ei. Nimmst du den Woodframe weg? Jo. Gut. Ups. So. Hast du hier die Verteidigungsanlage gesehen? Die Bäume wachsen. Für jeden eine Schießscharte. Guck, pro Spieler eine. Boah, zeig mal. Mich verlaufen. Hier. Ja, unten. Da, genau. Ah! Auf beiden Seiten. Cool. Davor ist ein Vordach und hinten habe ich Fensterrahmen gesetzt am Boden. Wo man durchschießen kann. Blech, ja. So, lass uns von Geschichten erzählen aus der Apokalypse. Ich nehme mal kurz mein Knochenmesser in die Hand. So, die Skischarte ist wirklich gut. Die gefällt mir. Könnt ihr euch nicht vielleicht einen Hatch in den Eingang platzieren anstelle des Frames? Ja, können wir machen. Da könnt ihr auch nicht durchgucken. Ich weiß nicht, ob man eine Hatch senkrecht montieren kann. Ich weiß auch nicht, ob wir dann durchhüpfen können. Ich glaube, das funktioniert alles nicht so gut dann. Ich bin mir nicht sicher. Probieren können wir es ja nochmal. Ach, ich hab was. Als Hinschutz
mach das Grüne raus, unten neben die Kisten. Achso, ich hab was für dich, Minias. Ja. Mhm. Ne, weil will hier, ich kann ja jetzt nicht mehr auf dich aufpassen und als Abschiedsschenk, bitteschön. Hab ich schon drei. Hast du schon drei? Okay. Ja, ja. Wann bin ich heute aufgestanden? Wo hab ich denn einen Barbed Club? Wann bin ich heute aufgestanden? Bin, leider erst um 12, aber ich war auch nicht vor 5 im Bett. Ich bin um 3 ins Bett, hab den Livestream noch geschnitten und bin dann um 11 wieder raus, weil der feine Herr Beam gesagt hat, wir nehmen auf und dann war er nicht da. Ja. Rotting Flesh kann man nicht anfangen, gell? Kann man auch nicht braten. Oh, guck mal, hier ist ein Baum. Nee. Wer hat einen Baum hier oben gepflanzt? Einer? Mehrere? Naja, also ich habe mir für 10 Wecker gestellt und war dann auch wach. Und dann kam irgendjemand an und hat mir was über die Rübe gezogen und dann war es plötzlich 12. Ich weiß auch Unverschämtheit. Nicht. Unverschämtheit, ja. So, ein paar Bücher sind hier noch in der linken Kiste von den beiden. Ich wusste es von wegen 9 Uhr. Ja, ach, du warst ja auch noch so lange da. Maintenance gleich. Wann bist du denn aufgestanden? Das möchte ich jetzt ja mal wissen. Oh, da weiß aber einer. Dann packe ich meinen Forgebook noch dazu, falls noch jemand dazu kommt. Ich muss jetzt mal die Kerze hier irgendwie. Unten war so dunkel. Warum? So. Also was ich übrigens nicht schön finde, ist die Kerze. Die sah früher richtig gut aus und jetzt sieht sie aus, als hätte jemand Gamma hochgedreht und dann wieder runter und irgendwie... Ja, stimmt. Und die hat die auch nicht mehr dieses innere Leuchten, ne? Genau, so. Genau, wie das so eine Kerze halt geleuchtet hat. Ja. Ah, das stimmt. Was? Ich glaube, ihr habt die Magnum zusammen, kommt gerade. Valkyrie, wo hast du denn die Magnum? Hast du die in der Tasche oder ist sie hier oben? Nee, hier links, jetzt habe ich sie in der Tasche. Wo ist denn die restlichen Magnum-Teile? Ja. Genau, guck mal hier in der rechten Supply-Kiste, also wenn du hier in der Ecke. Ja. Da haben wir alle Waffenteile drin. Vielleicht kriegst du ja eine zusammen, das wäre natürlich cool. Ich setze mal auch eine Kerze hier, nee, ist ganz schön dunkel. In der nicht? In der Supply-Kiste, ja. In der Supply, genau. Also ja, in der Supply ist ein bisschen schwierig, in der Munitionssupply. Ja. Windschutzzock, ist das normal, Magnum dass man bei Grip? Beiden Surfern so schnell Zeug findet? Hab jetzt Sniper, Bohrer etc. Das, keine Ahnung, dass man schnell den Kram findet. Also ich finde, keine Ahnung. Also ich finde, auf dem Server kommen wir auch gut klar auf diesem Spielstand. Also. Ja, uns fehlt, glaube ich, noch die Trommel. Ja, uns fehlt die Trommel. Die Magnum-Trommel fehlt uns noch. Ah, schade. Wir haben auch so viele Parts, die sind halt unterschiedliche Qualitäten. Ja, wir haben jetzt einen blauen Griff, wir haben einen blauen Frame und wir haben leider braune Parts. Das ist, ne? Die Gesamtqualität setzt sich ja aus der, das ist ja der Durchschnitt der Teile, die du da reinpackst. Ja. Und jetzt frage ich mich aber, kann man sich überhaupt noch Molds herstellen? Also vom Community-Server kam, nein. Ne, weil vor allen Dingen würde ich mir dann sonst, also angenommen, man könnte sich eine Mold herstellen, würde ich mir dann eine blaue Mold für die Shotgun-Rohre, du weißt, was ich meine, das ist ja schwierig, ne? Mhm. Ah, 13 Uhr, ja, du bist erst kurz vor 6 eingeschlafen. Junge, du bist ein paar Jährchen jünger. Du hättest um 8 hoch müssen. Und nix hier von wegen im Alter braucht man weniger Schlaf. Das erzählt mir meine Mutti seit 25 Jahren, das kannst du vergessen. Das ist eine Lüge. So. Übrigens das Bone Knife Volker, ich gar nicht richtig Volker Pispers ist immer gut. Ah, ist immer gut, ich wollte gerade sagen, ja. Wobei ich finde Hagenräter mittlerweile. Hagenräter ist auch super. Ah, ist auf ohne jeden Frage. Fall auch. Also das ist immer so ein Lachen, was dir im Hals stecken bleibt, wenn der anfängt, weißt du so, wo dann so oh, ja, schwierig, weißt du so. Ja. Aber das ist ein guter Humor, also. Ja. Ach, du bist krank. Heftige Nackenschmerzen. Zu viel genickt. Ja, genau, zu viel genickt. Nackenschmerz. 73. Brauche ich 73 Sticks. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte Nackenschmerzen, dann würden sofort irgendwelche Kommentare kommen, oh, hat er Zucht bekommen. Ist doch so. Oder?
Okay, also hast du Rücken, ja? Sozusagen. Im Nacken. Deutscher, mein Herz hat recht. Da hast du leider wahr, ja. Ich würde ganz gerne noch Painkiller wiederfinden, neuer. Ich gehe mal raus vor die Tür. Ich mache gerade noch Pfeile. Habe ich 50, habe ich, also... Ich könnte wieder welche abgeben sonst. Ich habe noch 63. Was, Patrick Salmen, Tagebuch eines Nichtrauchers? Ist das auch ein Bühnenprogramm oder Hörbuch oder... Also ich meine, es ist noch ein Riesensatz Pfeile, weil ich habe jetzt jeweils... Man eiert richtig rum, wenn man in der Hocke ist und geht, ne? Ja, ja. Betrunken. Naja, als würdest du wirklich so... naja, eigentlich ganz realistisch, finde ich. Ein bisschen besoffen, wenn du seitwärts gehst, ja, das stimmt. Such dir mal irgendwie eine Stelle, wo eine niedrige Decke ist und dann spring mal. Hast du dasselbe in grün. Okay, oh, jetzt habe ich da draußen das Hecheln hören hier. Also... Ich konnte nicht drauf. Da stand die Führung und Connection. Die Armbrust machen, echt? Aber vor allem Bogen finde ich eigentlich ganz gut. Stimmt, man könnte die Pfeile aufheben, da hast du recht. Ich nehme das mal hier raus. Der Community-Server kommt nicht drauf. Hat vielleicht nicht gerade ein Kammer den Update nochmal? Ich habe jetzt nichts mitbekommen von Nitrado. Gehen die Pfeile durch die Fenster, kommt gerade die Frage. Das ist eine echt gute Frage. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Lass mal ausprobieren, probiere ich mal. Ach du Scheiße, wo kommen die denn jetzt her? Ich war eben noch alleine mit dem... Oh, nicht gut. Oh, verdammt, okay. Memo an mich? Nein, Pfeile gehen nicht durch die Fenster. Nein. Überlebt, ja. Ich bin dann rückwärts gelaufen in eine Sackgasse. Das ist ganz schwierig. Nee, wo bin ich denn? Ist ja gar keine Sackgasse. Bin ich denn jetzt drin? Ach, eine Garage ist das? Okay, glaube ich. Ja, war unangenehm. Weißt du, du schießt mit Pfeil und Bogen auf einen Zombie, lockst ihn an und denkst dir... Siehst du, Electrix, das ist ein echter Nachteil. Das Problem habe ich nicht. Lockband 312, Anfang 28. Okay. Der Server ist gerade richtig am Abspecken. Die Welten da nicht mehr erbuggt. Das ist der Community-Server. Ja. Ich starte mal neu. Ich starte mal gerade neu. Haben wir noch Painkiller oben oder sowas? Nee, ne? Oder? Ich habe noch. Aloe? Steh neben dir. Kann dir geben, kleinen Moment. Du stehst neben mir. Nee, du stehst neben mir. Ach so, okay. Wir haben schon Namen über Community-Server hier mit dem Chat. Soll ich die mal neu starten? Hast recht. Deutscher mit Herz, auf jeden Fall. Ist jemand vom Community-Server hier mit drin im Chat? Dann würde ich den gerade mal restarten. Boah, es ist rachengehangen. Würdest du wohl? Danke. Ich guck gerade mal. Na. Einfach mal, wir haben aber Aloe, haben wir aber. Alles klar. So, Community-Server steigt durch. Oh, richtig. Haben sie ja geändert gehabt. Ja, muss jetzt 5. 4. Ja, die ist ja so scheiß teuer geworden. Das ist... Mich vorhin auch schon geärgert. Oh, der Sonnenaufgang ist echt schön. Hier, ich hab Painkillers. Okay. Ja, wenn du nur einen hast, wäre ganz gut. Nö, du kriegst 2, ich hab 5. Okay.
Danke. Mein Balken ist nur noch knapp sichtbar, mein HP-Balken. So, Leather jetzt, Strips. Wie, was jetzt? So. Loch haben wir doch hier bestimmt auch noch irgendwo ein. Ach, man kann jetzt wohl Kleidungsstücke... ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn du ein Kleidungsstück anhast und du willst das irgendwann mal austauschen, weil du ein besseres hast, dann kannst du aus dem Kleidungsstück wieder Stoff herstellen. Also umwandeln. Wieder rausholen. Mhm. Oh, ich mach das gerade. Den brauchen wir ja nicht mehr. Nein. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, du kriegst genau die Menge wieder raus. Das ist gut. Das ist auch sogar verlustfrei. Das ist okay. Eine gute Sache, ja. Geschenke. Geschenke? Wie, schon wieder? Ich krieg hier so wie viele Scheile hast du? 48, also da habe ich ganz viel. Sonst, da. Boah. Wahnsinn. 100? Dein Bogen ist aber auch gelb, oder? Hast du einen gelben Bogen? Ja. Das ist der Standardbogen ist, glaube ich, immer gelb. Bei dem Bogen und bei der Armbrust greift dieses Quality-System auch noch nicht. Und ich glaube, bei der Nailgun und bei dem Wrench auch noch nicht. Die sind alle gelb. Da steht auch nicht das Wort Good oder sowas vor. Ich mache jetzt einen Crossbow und danach also kann ich euch auch noch herstellen. Ja, wäre ganz gut. Aber ich muss, glaube ich, auch ein bisschen mit der... Man kann die was? Und man kann die Lernbücher, die man schon kann, in Papier umwandeln. Ach echt? Okay. Gut, könnte auch sein. Es kann sein, dass man, schreibt mir gerade jemand, dass man die Lernbücher in Papier umwandeln kann, wenn man die schon kennt. Also wäre möglich, ist nicht bestätigt. Hm. Oh. Na gut. Ja, Crossbow hat jetzt auch Kimmelkorn, das ist jetzt eine andere Ansicht und man muss da noch Stock schießen. Das ist auf jeden Fall die einzige Möglichkeit, wie man einen Fadenkreuz bekommt. So, Taxi, ich bin gespannt, wenn die Nachthorde kommt, wie die so rüberkommt. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass ich so nach der Nachthorde dann langsam verlassen werde, weil so ja, also halb zwei und, ne? Bei mir jetzt heute auch hier bis um maximal zwei gehen, denke ich mal, so ein halbes Stündchen. Dann ja, so um den Dreh, ne? Das dachte ich auch. Weil sonst bin ich bin nur ziemlich früh wach heute gewesen und wir wollen morgen noch einkaufen und alles und da will ich nicht wieder erst mittags aufstehen. Jep, das muss ich morgen auch noch. Und außerdem haben wir dann 4,5 Stunden gestreamt und das ist ja auch wirklich ausreichend. 20 Papier kommt man aus den Skillbüchern. Cool, das ist gut zu wissen. Bis jetzt ist Minecraft immer nichts Konkretes geplant. Nein, noch nicht. Läuft der Server wieder? Weiß ich nicht. Ich habe ihn eben gerade neu gestartet. Ich hoffe. Mal ganz kurz tappen. Gestartet ist er. Ob da jemand drauf ist, weiß ich nicht. Kam ein Update eigentlich heute schon? Was für, von was? 7 Days? Nochmal, gab es nochmal ein Server-Update? Nee, die Ex ist noch die gleiche. Weil es sollte noch ein Update kommen, dass diese Disconnects halt, wenn jemand disconnected. Vielleicht dann die Spiders kommen nach Tofu aufs Dach. Wenn das Spiders kommen, werden die bestimmt aufs Dach klettern, ja. Ja, dann müssen wir vielleicht mal die Seite absichern von den Dächern, oder? Yep. Da drüben hat sich schon mal drüber gebaut. Ja, das war ich. Ich musste ja meinen Rucksack holen. Ja, dann lass uns. Dann lass uns doch Woodblocks außen rum setzen, oder? Auf der anderen Seite, wie viele Spider-Zombies sollen da kommen, ne? Warte, Bruder, lass das da. Das können wir nutzen, um hier Woodblocks außen ran zu setzen. Ja, das eine lasse ich. Guten Morgen. Oh Mann. Guten Morgen. Ich habe mich da vor einer halben Stunde bin ich durchs Fenster von so einer Edelstahlhütte gesprungen und habe die drin gelootet. Jetzt habe ich mich gerade bei derselben Hütte durch die Tür geklappt. Oh Mann. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Holst du dir eigentlich für Seven Days to Die eigentlich Mods? Was? Seven Days to Die gibt's keine Mods. Doch. Also, Mods? Ja gut, du kannst die Rezepte ändern und so ein Kram. Nee, sowas machen. Naja, sowas zum Beispiel. Und naja, Prefabs, aber gibt's ja nicht richtig für Random Gen und Nee. Also es hatte jemand schon in der Alpha 9, glaube ich, explodierende Armbrustpfeile reingebaut. Oh, coole Sache. Ja, okay. Ich glaube, es wäre sehr lustig, um jedes... Brände wären ja auch was, ne? Ja, da warte ich ja wirklich noch drauf. Sind die nicht geplant eigentlich? Ja, die sollten in der Alpha 10 schon kommen. Und dann hieß es auf jeden Fall Alpha 11 und... Ja... Wo dann hast du noch genügend Woodframes? Reicht nicht, nee. Nur eine Seite jetzt. Vorne ist ja schon überhängend, gell? Wo du jetzt hin bist. Oder wo ich stehe. An der Front ist doch überhängend, meine ich. Ja, da ist ein Vordach. Da ist so eine Kante, ja. Oh, da habe ich ein bisschen viel. Ich krieg nochmal 15 oder so. Ich mache jetzt gleich noch welche. Also ich habe noch... Mann. Gerade zielen mit Pfeilen, das ist gar nicht so. Wie fliegen die denn? Die sollen ja der Gravitation unterliegen, aber man sieht den Einschlag vom Pfeil nicht. Der ist so schnell. Ja, ist er auch. So ein H1Z1-Pfeil, den kannst du noch hinterherlaufen, während der fliegt. Das stimmt, ja. Wo fliegt der denn hin? Ich sehe es nicht. Wo fliegt sie denn? Also ich treffe hier keinen Zombie, ich habe schon 8 Pfeile. Ich berühre den nicht mal, das stimmt doch was nicht. Na gut, da habe ich einen vorbeigeschossen. Hallo? Ist ja ein Scherz. Ich wollte jetzt eigentlich noch Holz holen, ja? Das hatte ich gesagt. Warum habe ich mir keine Axt gemacht, ich Profi? Ich nehme mir jetzt erstmal die Bäume auf dem Dach. Ups, dich weg. Ja, natürlich ist die Alpha 11 ziemlich genial geworden, aber für einen Streamer gehört es sich auch, die negativen Seiten zu erwähnen. Sonst heißt es doch, man ist gekauft. Ja, hinhocken und zielen. Eben, genau. Und das soll ja keiner wissen. Ich meine, natürlich sind wir nicht gekauft. Ich habe jetzt eine Fire Axe gecraftet, die ist orange. Welche Farbe ist denn orange? Orange ist ziemlich gut, glaube ich schon. Moment, ja. Geh mal mit der Maus so über den Tooltip, dann steht da ein Wort vor, sowas wie good oder steht pur great. Bei Orange. Pur. Pur steht pur doch bei... Orange. Ach, pur oder schlecht. Aber 4-5 Schläge und damit habe ich einen Baum gefällt. Ja. Besser als verfault. Ja, das stimmt. Es gäbe ja noch eine Stufe drüber, okay. Ich muss auch mal was essen, fällt mir gerade auf. Ich habe kaum was zu essen. Die Hälfte. Welche Farbe ist orange? Nee, was ich sagen wollte, welches Level natürlich nicht. Welche Farbe? Welche Farbe ist orange? Blau. Nein, gelb. Oh Mann. Irgendwas zwischen Gelb und Rot. Aber wir wussten ja gleich, was du meinst. Ja, siehst du? So funktioniert das seit Jahren. Genau. Das ist gut. Ich muss mal warten, dass meine... Tja, wenn man das nicht mal merkt, dass der andere Unfug erzählt, weil man selber nichts anderes kann, dann passt das ja wieder, ne? Dann ergänzt sich das, natürlich. Dann ergänzt sich das, genau. Die Knochen läuft jetzt mal weg, die sind mir zu blöd. So. So, willkommen in Level 5. Ah, orange, gelb, grün, blau. Ja, und dann kommt halt lila als flawless. Ja, lila habe ich gespawnt, klein und ich habe die jetzt gerade geschrieben. Oh Gott, was? Der hat mir jetzt Angst gemacht. Sah ja schlimm aus. Was ist, okay, die sehen immer noch merkwürdig aus, wenn sie sterben. Meine hat sich komplett deformiert und dabei wie ein Rotor überschlagen. Ja, so ein Breakdance. Also diese neuen Bäume, wenn du da mal so richtig ins Detail reinguckst, wie die sich im Wind bewegen und die Blätter wackeln und es sieht so organisch aus alles. Ja, ja. Echt hübsch. Auch die Rinde und so, das ist schön.
Ich habe mal versucht, so einen großen Baum auszubuddeln, weißt du, einer mit so einem breiten Stamm. Das haben wir am Anfang, wo wir das streamst. Nach drei Blöcken tief, ich keine Ahnung, wie tief die runtergehen, ich glaube nicht, dass man die ausbuddeln kann. Wir haben es ausgebuddelt. Allerdings muss man sich mehrere Ebenen runterbauen, damit er wieder aus dem Loch kommst. Also geht der wirklich so tief runter, okay. Ja, der geht so fünf, denke ich mal, so. Ebenen. Ich soll dir sagen, du möchtest das orangefarbene Axt, die lieber reparieren und nicht kaputt machen. Ja, das ist ja die Hälfte. Ich mein, ja. Oh. Gut, ab 50%, da werde ich auch ständig immer wieder ermahnt. Ab 50% brauchst du automatisch ein paar Schläge mehr für jeden Baum. Also bei 50% ist das eine magische Grenze. Vergesse ich ständig, wird auch immer wieder erwähnt bei mir. Ich habe mir jetzt einmal vorgenommen, dran zu denken. Und deshalb bin ich so froh, dass ich diese Folge vielleicht auch auf YouTube hochlade, weil dann habe ich es wenigstens einmal erwähnt, wenn ich es schon selber falsch mache dann. Boah, ich bin gerade richtig müde, trotz Kaffee. Mein erster Spucker.